Gide, du lass mal viertragen. Ich will dich just mir aufgemerkt auch mit den Referenten, dass ich kannst du draufhellen, einfach wie das mir lieber schon interaktiv geht. Vielleicht Zoom, als ja immer ein bisschen mich schwer nur zu lauschen. Aber wenn die ein Verständnis froh hat, nicht ein Diskussionsfroh, das holen wir nur im Viertrag. Wir wollen da während dem Viertrag, sie wird von mir dann sein, wo du von mir Straße ein Verständnis froh hat, da schreibt die per Chat. Da gesehen ich dich und da kann ich dich überholen. Keine Diskussion, aber Verständnis holen. Super, da fängt man an. Pierre, alles. Okay, dann haben wir Share Screen. Voilà. Gut, hast du den Schirm am Mode präsentieren? Ja. Okay, Maja, der Sujet von heute ist ein Luftqualitätsplan. Wir haben das an zwei Teile abgedeelt. Ich gehe aufhängen mit dem Teil, wo wir euch präsentieren, wie die Situation von der Luftqualität am mehr speziellen vom NO2, halt zu Lützebüsch, was sind die verantwortlichen Quellen? Und am zweiten Teil gibt dann der Jean-Marie Strasser als den Plan als solch am Detail präsentieren. Voilà. Wie gesagt, vielleicht am Anfang kleine Historik. Also zu Lützebüsch sind eigentlich drei Polluanten, die für relevant sind. Das ist den NO2, der Feinstaub und den Ozon. Und da so bekanntlicherweise haben wir ja mit dem NO2 punktuelle Schwierigkeiten für dort Grenzwerte, die europäischen Grenzwerte anzuhängen, und zwar dort, wo viel Trafik ist, an eng Bebauung, da das schon lokal mit, wir haben aber so Departementen, und dafür machen wir auch den Plan. Dann haben wir eine Woche nach dem Feinstaub, da ist es am Anfang so, dass wir da komfortabel in den europäischen Grenzwerten leihen, und dafür eigentlich auch keinen Plan müssen machen. Und bon, es gibt aber auch Richtlinien von der Weltgesundheitsorganisation. Und wenn die gucken, dann wären wir da schon relativ nah bei denen. Und kann auch sein, dass irgendwann ein KD verschärft gehen, also die europäische Grenzwerte alliniert oder mit nur und die von der WHO rückkommen, dann geht es doch da beim Feinstaub mit sportlich schwer. Aber im Moment meine ich da kein Problem vis-à-vis von unseren europäischen Obligationen. Und da bleibt noch nur so, da kann ich so, da haben wir am Sommer all zu pieken, wo wir über den Seuil d'Information kommen von der EU. Und da muss man einfach die Bevölkerung informieren. Und wenn die Werte ganz hoch gehen, muss man auch etwas so viel dagegen führen zu gehen. Aber als Mesure ist es so, dass man den Verkehr dann das limitieren auf 90 auf den Autobahnen. Da haben wir schon bei 160, der Seuil, der europäische Seuil d'Information ist bei 180. Und das heute erlebt bei 240. Also, wir haben da so Episoden am Sommer. Und das sind auch keine Grenzwertüberschreitungen, das sind einfach Überschreitungen von Seuil d'Information, wo man dann eben die Bevölkerung alertieren. Also, wie gesagt, rechtlich gesehen, als den NO2, den Eis am meisten kap zerbrechen möchte, und wir haben am Anfang auch schon lange durch die Schwierigkeiten an dafür. An der Stadt Lützburg haben wir auch 2010 als den ersten Luftqualitätsplan gemerkt gehabt. Und darauf sind haben wir auch, das war, wenn wir da eine Trafikmessstation haben, das war am Anfang als Haupttrafikmessstation. Wir haben uns gedacht, wie es dann die Situation auf anderen Plätzen am Land, und dafür haben wir dann noch seit 2010 mit Modellisationen an orientierenden Messungen auf andere Plätze ein bisschen geguckt. Und auch da Plätze gefunden, wo viel Verkehr ist, eine Bebauung, wo wir Grenzwertüberschreitungen haben von dem NO2-Wert. Da haben wir dann 2017 ein nationales Luftqualitätsprogramm gemacht, das ist am Anfang eine Nationalgeschichte, natürlich auch nicht mit Europa zu tun, wo wir einerseits nach NO2 geguckt haben, was können wir da machen, weil wir die Probleme vom Verkehr haben wir ja ein bisschen über das Land verteilt. Und dafür haben wir das ein nationales Programm genannt, wo wir am Anfang all die Mesuren in der Sicht tun und dann noch die wichtige Strecke behalten, nur für eben die NO2-Konzentration raufzukriegen. An dem Programm haben wir auch den Feinstaub mit konsideriert, weil wir eben gedacht haben, okay, das sind Parameter, die wir auch müssen im Radar haben. Da können wir vielleicht in Zukunft Schwierigkeiten kriegen, obwohl im Moment lo, für uns, wie gesagt, rechtlich gesehen nicht so ein großes Problem ist. An dem Programm war auch viel gesehen, dass wir mehr mit den Gemengen zusammen schaffen. Und da war auch geplant, eine landesweite Messkampagne zu starten, wo wir zusammen mit den Gemengen dann noch zwei Werte geguckt und noch Plätze, wo sie vier geschlagen haben. Und da haben wir dann auch die ja
nicht nur orientierend Messungen gemacht, wir haben geguckt, dass die Messungen auch proper und belastbar sind, dass man da wirklich ein Jahr durch muss bei denen kritische Werte platzen. Und dass man da noch, also wie gesagt, belastbar Werte haben, wo man können so aus der Wert überschreibt oder nicht. Für darum war das immer so eine Indikation, weil man konnte das nicht sicher so, weil man eben nicht, entweder nicht ganz gemessen oder weil man eine Messmethode kollen, um mal zu gucken, die noch nicht eng war, die Geld vis-à-vis von der EU. Und da haben wir an dem 2016 also für dich durchgezogen und da haben wir eben einen Reihplatz entdeckt. Und da das am Anfang den Ursprung, für werden wir dann noch den offiziellen Plan, da muss er rasch rechnen, weil wir da auch offiziell Überschreitungen haben. Da haben wir dann nur 2020 gemerkt. Also, Pardon, Pierre, ist ja. Als. Pardon, warum hast du es mir beim Zoom der Welt? Okay. Also, ja, das ist als Zwischenfrage. Den Block, wo Lützeburg zur Stadt ging und den legalen Grenzwert orientieren, wir und die Referenzwerte von einer WHO, müssten dann da auch nach einer Substanzen konsideriert sein oder wären wir danach immer gut? Also, sind wir danach mit den, wären da sonst Energie mit Stickoxide oder ging dann trotzdem den Challenge für Lützeburg klammern, weil wir eben nicht nehmen, die rechtlichen schon hören, dass das ja. Ist, ob den Herren rechtlich Grenzwerten. Ja, also das so, denn bei NO2 ist der Richtwert von der WHO eigentlich der nämlichste wie der von der EU am Moment. Sie schaffen aber eine Revision. Das Jahr sollen da neue Erkenntnisse kommen. Kann sein, dass es da etwas ändert. Aber beim Feinstaub ist der WHO-Wert eigentlich halb so niedrig, also dort so streng wie der von der EU. Also beim PM10 liegt er bei 20 am Jahresmittelwert Mikrogramm pro Kubikmeter an. Also die EU hat 40. Das, voilà. Also wir haben das der Feinstaub, wo die Diskrepanz da ist, wo wir muss aufpassen. Und das ist auch so direktiv, was wir im Moment am Gängen. Das ist noch nicht an der Überschaffung, mit dass wir gerade den Fitnesscheck gemacht gehen und du hast auch diese Erfahrung. Erklär vielleicht, was der Fitnesscheck ist. So. Das ist eigentlich direktiv, was auf der Licht geholt gehen und geguckt gehen, mit all den Stakeholdern und da so ein großes ungelöten Bürgeropprief für sich zu melden, für können noch Input zu liefern, für zu gucken, ob direktiv noch immer dem, gut ist, weil die ist schon von 2008 an, die soll eben nur in und dem überschafft gehen. Also das steht nur unten an. Ich gebe so ein Distio, wird das da lassen. Und du könnt dann noch, du geht doch darum, wie die Messungen gemacht gehen, ob das noch immer gut ist, die Regeln, die da stehen, wo wie eine Messstation soll stehen. Aber auch den Aspekt von den Grenzwerten, den kann auch da auf Tapet kommen. Aber ich kann auch da nur ein Bild weisen von Europa, wenn man den Feinstabler ausschwätzen, wir sind da eigentlich gut, aber wenn man in der Osten von Europa guckt, da also du ganz, ganz deich da. Der Feinstaub geht. Und von denen fährt danach, muss die sind schon alle direkt drüber. Ne? Das heißt, wenn ich einen europäischen Kompromiss muss rauskriegen, dann kommen wir beim Feinstaub wahrscheinlich nicht ganz weit drauf. Ja. Voilà. Also werde ich, ja, wie gesagt, mit dem Luftqualitätsplan 2021 aufgeschlossen, also als Projekt. Und das ist also 2 Jahre, nachdem es mal die Überschreitungen festgestellt haben. Und entretemps haben wir auch noch ein anderes Programm, National de Lutte contre la Pollution Atmosphérique, fertiggestellt. Das ist am Anfang eine Problematik, dass auch, da geht es um die Emissionen. Also, du hast Lützburg als Land Plafonen für die Hauptpolluanten, auch Stickoxiden, aber auch Kohlenwasserstoffe, Ammoniak, Schwefeldioxid und Feinstaub, und da muss man dann die Plaffungen anhören, und das ist da festgelegt, und das ist auch relativ sportlich für die anzuhören, und dafür muss man dann auch Mesuren machen, für darüber zu kommen. Da kann der Jean-Marie vielleicht auch noch kurz drüber gehen, just für zu sagen, dass es da verschiedene Pläne und Programme gibt, die nicht soll verwechseln. Also hier geht es nur um die Luftqualität, das wird man anatmen, wo man da muss gucken, die Grenzwerte anzuhören. Gut, dann gebe ich weitergehen. Also die Luftqualität zuletzt, die überwachen wir anhand von unserem fixen Messnetz. Das sind also Messstationen, die haben wir da ein, in der guten Zeit haben wir da 10, im Moment haben wir da
Art laufen, wo heißen nur die, die wirklich zum fixen Reso zählen. Und da sind wir noch Schäden zwischen verschiedenen Sorten von Mehrstationen. Da denkst du in die Trafikmehrstationen wie Lützburg Avenue de la Liberté oder Esch bei der Gare. Dann haben wir noch Stationen, die man nennen Urbain de Fonds, also am städtischen Hintergrund wie zu Bonneweg oder auch zu Esch, immer so eng. Und dann haben wir noch mehr Ruralstationen am ländlichen Bereich wie Birkirch, Beifelder oder Feiernen. Und am Fongehol, wir können ja nicht auf alle Plätze müssen, dafür haben wir eigentlich, das sind sozusagen repräsentativ mehr Stationen, die dann sollen gölle für alle möglichen Situationen zu Lützburg. Und du sagst ja noch, dass wir eigentlich über die Jahre aber auf alle Stationen ein Bess haben und dass man schüsst, ob den Trafik mehr Stationen die Probleme haben von Überschreitungen vom Jahresmittelwert vom NO2. Also da sind wir dann, das hat ich noch vergessen, so die Grenzwerte, mit dem wir Probleme haben, das ist dann der Jahresmittelwert. Dafür müssen wir immer Jahr machen, um zu gucken, ob man überschreitet. Das ist dann der Kurzzeitwert von einer Stunde, der liegt bei 200 Mikrogramm. Da haben wir eigentlich nie Probleme. Also die Werte, die haben wir ein Stunde, da reden wir das schon lange hier. Also das ist kein Thema. Voilà. Das ist, also wie gesagt, wir haben da die Probleme mit den Trafikmehrstationen. Vielleicht kann nach so einer Avenue de la Liberté, 2019, also okay, wird mir da, weil die Station haben wir müssen wechseln, wie den Tram-Chantier lassen. Also wir hatten sie 2016 nach der Stunde, wie schon Bagger rundherum gerollt sind, und da wirklich versichert, nach die Uhr voll zu kriegen. Und wir wären noch froh, dass wir voll kriegen, weil das Schuss durchgehen, für nach Fähig zu kommen. Und mit, das ist auch bedingt dadurch, dass auf der Achse immer mehr Verkehr rausgeholt gehen, also noch immer mehr Bussen, die sind auch reduziert gehen, dadurch kommen wir dann auf den Wert. Und gleichzeitig haben wir auch eine neue Station schon 2018 zu Escher Betrieb geholt, mit das Licht 2019, wo wir die Uhr voll hatten, dafür ist das Licht in E-Balken. Das sind also als zwei offiziell Trafik-Mehrstationen. Und selbst wie bei der Abmeng Luft oder mehr? Ja, das sind die, die auch Abmeng Luft speisen. Ja. Okay. Voilà. Ja, wie gesagt, da muss man, auf den Stationen muss man mit der Referenzmethode, das ist Chemiluminescenz, das ist also wirklich eine ganz genaue Methode, wo man auch die ganze Programm von Kalibration und so, das, also das sind Referenzwerte. Und auf was feiern die dann die Reduktionen du zurück? Ja, das ist allgemein, also der Verkehr kann ich so noch. Wo die Menschen so aufgeholt? Ja, aber, ja dafür, also 2020, da wollen schon noch drauf kommen, das tut. Das ist am Anfang immens, also das muss noch eine Grafik dazu. Mit 2020 haben wir alle Plätze, die werden da gehalten. Ne? Das ist alles angebracht, 2020, weil der Verkehr viel mehr stark, also für den ist stark zurückgegangen. Wie ist denn diese Leute auch nicht so aufgeholt, an die du? Nein, den gesamten Verkehrszölle, ne? Also die und auch 2020, nicht aufgeholt. Doch, per Rapport zu den Jahren, für drin haben wir viel mehr, an der Moyenne vom Jahr haben wir viel mehr Verkehr. Lohmengen, die Römer wären im Stand von vier in der Pandemie, aber es waren aber meint, wo bald kein Auto gerollt sind, und du hast aber stärker gebracht. Ja, während der Pandemiezeit, aber weil der tut ja nur. Sie haben ein paar Fälle, alle Verkehrszüge, so dass der Verkehr zuhält, und die sollte auch, dass es vor der Pandemie aufgeholt hat. Also, wir können einfach gucken, auch die Zölle von den Pont-Chaussee, da gesagt haben, dass es 2020 ein Abbruch ist. Okay. Ja, den Abbruch, okay. Ja, aber vier drin, okay. Ja. Ich meine, Komposition der Flotte spielt da auch eine Rolle. Ja, also, ja, richtig. Ich finde mich nur auf 2020 fokussiert, aber den Trend, den wir gesehen haben, dass einfach viele teure Normen aber löser Wirkung weisen, die neuen Normen, die sind aber nur besser, aber versprechen noch echter Dat wie vier drin. Das gesagt aber nur. Okay. Gut, dann neben diesem fixen Messenreso haben wir, wie gesagt, mit den Gemengen, die zusätzlich Messungen gemacht an Heike sieht er bei einem Grafik ein bisschen tiefer Sicht, da sind am Anfang all die Gemengen, all die Plätze, die dunkel gering sind, das sind die, wo wir 2018 und 2019 wirklich belastbare Werte konnten müssen. Und die hellgering sind auch Plätze, wo wir auch
während einer gewissen Zeit schon gemossen oder wo wir 2020 auch neue Plätze mit der Rangehol haben, sodass ich gesagt habe, mit dem Land schon relativ gut aufgedeckt haben. Habe ja schon, ob die Plätze wird mir kritisch aus, weil die Plätze wird mir kritisch aus, das gesagt nehmen, das sind eben da, wo die Hauptverkehrsachse sind, dann ist also alles am Roden, dann ist die Straße, wo mehr wie 5000 Auto pro Tag drauf fahren. Und da gesagt noch, hey, wo das Schwarz, das sind eben da, wo die Gebäude sind, also wo auch die Leute wohnen, wenn wir dann da durch so Regionen gehen, dann ist es gut, für da einfach zu gucken, wie da die Werte sind. Ja, also da haben wir also lo ein gutes Übersicht, wie die Situation ist. Das liegt, wenn du ein anderes Gemeng Interesse hat, da ging dir so ein, aus ihrer Perspektive wäre es gut aufgedeckt, oder wie das? Nein, also Südfrieden, die Gemengen sind immer alle gefroht, wie viel Mann zu machen, über den Klimapakt an. Da war auch ein großes, sind ja auch viele, die Mann gemacht haben, aber sind auch immer, die nicht nach niemand gemacht haben. Aber ich meine, sind Bereiche, wo doch man interessant ist. Voilà, also wir meinen schon, dass wir gut Übersicht tun. Ja, ich meine noch nicht, dass wir nur nach Plätzen Giffe fahren, wo wir die Grenzwerte überschreiten, die wir nie gewusst hätten. Ich meine, die Hauptplätzen haben wir schon entdeckt. Okay. Ja, voilà, hier sind dann die Resultate von der Mieskampagne von 2016. Da haben wir dann schlussendlich 7 Plätze am Land entdeckt, wo wir den Grenzwert überschritten haben. Und wo ich auf der Karte gesagt habe, das sind die roten Plätze, das sind da nur 5, kommen danach 2 dabei. Das sind die, die wir mit einer Messstation gemacht haben. Wir hatten da 2 temporäre Messstationen, eine zu Remisch und eine zu Bascherasch, wo wir dann die zu Bascherasch, die lebt übrigens nach, wo man da konnte mit der Referenzmethode auch den Wert feststellen. Und das wäre eben den Anlass für den Luftqualitätsplan zu machen. Ja, also die Messungen, die sind mit Passivsammler gemacht gehen, das ist schon eine vereinfachte Methode. Wir haben aber genug Qualitätssicherung für da belastende Werte zu kriegen. Wir haben noch die Unterschiede gerechnet, wir haben noch Vergleichsmessungen gemacht mit diesen fixen Stationen. Wir haben noch vielleicht sehen wir das an diesem nächsten Slide von dem Vergleich 2018-2019. Du gesagt den zwar, dass wir auch da schon raufgekommen sind, also eigentlich ganz stark fand ich, sind wir da raufgekommen auf den einzelnen Plätzen. Und die Werte, was ich da noch wollte sagen, dass wir die korrigiert par rapport zur Referenzmethode, weil wir hatten 2018 und 2019 verschiedene Analysemethoden. Das war bedingt, dass der Labo gewechselt wird. Und dafür haben wir die eine Methode ein bisschen überschaden, die andere ein bisschen innerschaden. Dafür haben wir das alles korrigiert auf der Referenzmethode. Da tun wir auch alles so bei dem Internet, sieht man in einem Bericht geschrieben, also die Werte, das ist schon alles richtig. Und voilà. Ja. Du hast so 2 Fragen, dann die eine ist, der Feinstaub wird du nicht mehr präsentiert. Nein, der Feinstaub haben wir eigentlich an diesem Plan nicht behandelt. Obwohl der kein, kann ich nur aber keine Korrelation machen, dass ihr seht, da wo Stickoxide hier sind, das ist auch der Feinstaub oder so, das sind einfach die Hände, gell? Also, ja, also Stickoxide, das ist hauptsächlich die Straßenverkehr, ja. Und der Feinstaub, das sind mehr Quellen, das sind auch für alle Heizungen an Feststoffverbrennung. Aber also, pardon, du hast wahrscheinlich gut, wie wenig könnte Feinstaub dann nur, weil den auch so effektiv, auch als Gesundheitsperspektiv nicht so unproblematisch. Und so. Ja, also wie gesagt, wir haben den Feinstaub auch behandelt an unserem Luftqualitätsprogramm von 2017. Wir haben immer an dem Plan, okay. Da haben wir uns auf den NOC konzentriert. Das ist sozusagen ein legales Dokument, das wir nach Brüssel schicken, wo wir das behandeln, wo wir da an Infraktionen sind mit den europäischen Grenzwerten. Diskussion, ja. Du zeigst, ob die Instrumente, welche Instrumente bei beiden Plänen an Kraft gehen. Ich bin eigentlich froh, wo ich ehrlich gesagt einfach nur lieber viel lese, weil ich mir nicht ganz sicher bin, dass in Herrn, ich schreibe ein paar Schüsse, nur so ein Modell für den Trafik an der Zukunft zu rechnen, sie dann NOx auch möglich, um das simuliert zu gehen. Okay, das ist eine Extrapolation, ich will schon. Ja, wir haben auch Modellisationen gemacht anhand von den Verkehrszahlen.
anhand von Emissionsfaktoren da haben wir, können wir die Konzentrationen berechnen. Das haben wir schon gemerkt. Wir haben so Karten gemerkt vom ganzen Land. Schon die Leute nicht dran. Die haben auch schon ein Jahr irgendwo publiziert, wo ihnen das gesagt, ne? Also das kann alles berechnen. Okay, das ist das eine Interaktion zwischen den Modellen von den Preisschuss, wie die Berechnung vom Trafik, und ihre Prognosen von den Emissionen. Also, ich verstehe nicht, dass ich nicht verstehe, dass ihr seht, die Berechnung und Prognose von der Preisschuss muss gecheckt werden als Luftqualitätssicht. Ja, also es gibt verschiedene. Wenn ich das falsch interpretiere. Also es gibt verschiedene Verkehrsmodelle, also wir machen ja nichts, wir kriegen die Donne geliefert. Ja. Normalerweise war CMT, Zellulmodell Transport, die berechnen so Verkehrsmodelle und auch Prognosen an mit denen Zölle schaffen wir da weiter. Okay. Ja, also bei den Heilo gesagt, dass, wie gesagt, die Konzentrationen zwischen 18 und 19 sind stärker aufgegangen, das ist also wahrscheinlich, da tun wir auch an der Simulation, konnten nur vollziehen, dass das einfach für teure Normen besser ging, mehr. Das wohl auch ein Teil, dass 2019 ein Jahr war, was von der Atmosphäre hier ein bisschen mehr günstig war, für die Luftschadstoffe zu diluieren. Das kann von Jahr zu Jahr einen Effekt tun. Und dann, weil die noch halt gesagt haben, hier ist nur ein Platz, die also aus dem, wie wir das Hotspot genannt haben, an den Punkt Kritik kommen. Das wird einfach so, dass man da eigentlich nicht mehr so just unter dem Wertlei, wo man so und das sicher überschreibt. Wir haben ja durch die Messmethode eine gewisse Unsicherheit und da können wir hier nicht mehr sicher sein, dass wir überfällig sind durch die Unsicherheit von der Messmethode. Und dann halt zu Baschrasch, da sind wir gar immer unter den Grenzwert gefallen. Also da wäre effektiv mehr Verkehr wie sonst. Ja, also da haben wir an da für die Platz bricht, weil ich habe keinen Plan mitzumachen. Ja, die haben auch so von dir abgeholt. Das ist natürlich ein spannender Dossier. Ja. Voilà. Ja, dann haben wir eine Übersicht, die wird auch einer platzen. Da haben wir auch eine, die abgelöscht, die nur den Hexten, die als nächstes drauf waren, auch da gesagt, wirklich auf alle Plätzen einen Rückgang von den Konzentrationen. Boah, das ist eine Ausnahme, das ist zu römisch, aber das wird das genau so aus, das ist auch nicht ganz klar, aber mal aus, wir müssen als Messmethode an Kurderut ändern, wir sind von der von unserer Messstation rübergegangen, aber Passivsammler, weil die Platz, wo man da hatte, viel zu müssen, die durch den Proprietär gewechselt, dann da konnte man da nicht mehr weiter müssen. Kann sein, dass das damals ein Ding wird. Aber wie gesagt, den allgemeinen Trend gesehen, aber das ist stark verbessert wird. Ich meine, das ist wahrscheinlich eine andere Frage, die Leute am Kopf haben. Stationen kann ja nicht sein, dass die Evaluation von der Belastung von einer Straße davon aufhängt, wo die, wenn ihr eigentlich muss, die Proprietären wissen. Wie viabel sind die, dass die grundsätzlich die reelle Emissionssituation oder Emissionssituation rundherum gehen. Gibt es da europäische Werte, wie hast du die sollen gesagt, gehen, dann holt ihr die beste möglich oder? Ja, also da sind genau diese Regeln, wie man die Stationen müssen abrichten an die mehr Stationen, die haben wir ja auch auf Staatsterritorien oder Gemeindeterritorien. Also das war ja auch eine temporäre Station, die hat mir eben da einen Platz, die als interessant geschenkt und abgerichtet für eine Orientierung und Messung am Funktionieren, und nur als sie mir lang blieben. Aber voilà, also da das schon, also da gehen schon genau Regeln, dass so, wir müssen halt schon alle Zonen auf einen Platz müssen, wo es meist repräsentativ ist für die Bevölkerung am Allgemeinen an, auf einen Platz, wo man die meist Höchstwerte erwerben. Aber bon, das ist alles Theorie, an der Praxis muss ich auch einen Platz finden, für so Container abzustellen, das geht nicht immer an. Ja, das ist schon ein Challenge für du, die guten Plätze zu finden, die auch da repräsentativ sind. Ja, und das ist auch sicherlich ein Punkt, den auch an der Direktive immer diskutiert wird, auch an Deutschland, weil das ist auch immer froh, mit den Messstationen, ob die alle richtig stehen.
Also mir noch dort ob sie in Eis auch enke all genau geguckt für die Kriterien enke sicherzustellen, dass man da überall richtig sind. Voilà, dafür da passt man schon drauf, dass man da an der Reihe sind. Gut, dann gebe ich noch bald zum Schluss von meinem Deal. Trobago, was sind da die verantwortlichen Quellen? Das, wie ich gesagt habe, dass den Straßenverkehr auf vor allem Dieselautos, die wirklich den größten Anteil haben von der Belastung. Bord gesagt, in Lohai, eine Ausnahme, dass der Stadt und Boulevard Royal, da haben wir natürlich einen großen Anteil von den Bussen, geht, dass den auch schon über die Türen stark zurückgegangen ist, mehr an den nach weiter zurückgeht, also den Asolo angebracht. Voilà, das haben wir nicht auf einer Platz. Und dann haben wir eben je nachdem, wo wir sind, haben wir auch noch relativ viel Verkehr mit dran. Und dann der Tableau-Teil, das ist am Anfang die Hintergrundbelastung, das ist das Wert von Bösen eigentlich an die Zone racken, weil die Lohne nicht kann direkt beeinflussen mit diesen Quellen. Bei hier in der Stadt gesagt, in einem Teil von Heizungen, die ein bisschen mehr dominant ist für Berner Platz, mit das einfach dadurch, dass nicht dass die Heizungen nicht schlecht sind, mit das einfach ein Modell so. Rechnen, weil du einfach mehr Leute finden, mehr Büro sind, du sind mehr Heizungen, dafür hast du den Wert du mehr hast. Voilà, also, weil nur noch so zu essen, da hat man auch, weil man ja auch Schwierigkeiten haben, da hat man gedacht, das Kind auch vielleicht sind durch den Zug, weil du ja auch viel Diesel-Lokomotive lernst fahren. Mehr, du gesagt, in das aber laut Berechnungen könnte das aber nicht davon haben. Das, also für alle den Autos, Dieselverkehr, den du den ausschlaggebenden Punkt hast. Gut, voilà, also das ist dann, du wirst mal, was sind die Ursachen und da muss man eben darauf sehen, die richtigen Mesuren wählen, für dann X-Werte hochzukriegen. Dann gehen wir auf den zweiten Teil kommen, das ist den Luftqualitätsplan und ich gebe das gleich dem Jean-Marie. Ich wollte just noch etwas zu diesem Grafik so ein Dokument denken, ja, wo als Überschreitungsplätze sind. Und wir sehen auch hier die drei Farben, das sind die drei Zonen, die wir haben für die Luftqualität zu überwerfen. Also wir haben zu Lützburg das Land an drei Zonen angedeelt. Wir haben einerseits den Kanton Lützburg, das ist da, wo viel Verkehr ist, aber wo viel Leute wohnen. Du hast echt die Verkehrsproblematik immer ein Sujet gewesen. Dann haben wir den Kanton Esch, das ist da, wo wir eigentlich mehr Industrien haben, an der Belastung eine Rolle spielt. Und dann haben wir den Rest vom Land, wo eigentlich mehr ruhig ist. Aber das war früher so. Mittlerweile haben wir Verkehrsprobleme ein bisschen überall. Die Industrie also am Gang zurückzugehen, sodass wir am Gang sind zu überlegen, dass wir nicht den ganzen Zone Esch sollen neu designen, an dass wir da nur ein bisschen eine Zone rauskriegen, wo wirklich zusammen all die Hotspot-Plätze sind. Und dann bräuchte man nämlich einen nationalen Plan zu machen, mit just nach einem Plan für die Zone, wobei für Lützburg kann ich freuen, ob da einen großen Unterschied macht, weil die größten Mesuren sind ja sowieso nationale Mesuren. Wir haben Plan wieder gesehen, wir haben aber auch für die Plätze, wo wir Überschreitungen haben, wo wir auch geguckt haben, die Menge, was dann noch für lokale Mesuren sind, da haben wir aber auch die Plätze, das sind ja Indikatoren, wo wir müssen raufkommen. Da will man dann einfach gucken, was wirklich im lokalen Plan konkret auf den Plätzen gemerkt wird. Voilà, ich meine, da gebe ich dem Jean-Marie. Das ist ein Bruder am Chat. Ja. Ich wusste doch nicht, anscheinend machen noch Privatleute Messungen. Kriegt ihr berücksichtigt ihr die? Das ist also nicht als Vokation. Wir wollen ja gerne präzise Messungen machen. Da gibt es so Citizen Science Sensoren, wo ich kann installieren, da das auch flott wird, da ein großes Maß von Leuten das betreiben, da kann ich schon gucken, ob es mehr oder weniger hier ist für andere Plätze. Wir haben uns nicht da drüber gesagt, und das ist auch die Europäische Umweltagentur, die das ein bisschen an der Lupe hält mit denen Sensoren, wo sie auch nicht ganz froh darüber ist, weil das auch selber, sie keine fiablen Messungen an das. Was wir wollen meinen, dass das eben fiable Messungen. Also, wenn du Fisch geht, also das sind mehr Schadstoffe, die mehr oder weniger sich interagieren, dann gehen die Werte dicht falsch an. Voilà, also das war mir schon evaluiert, ob man auch mal so eine Station hängen, für das zu vergleichen. Wir haben
Wir haben das bis jetzt noch nicht gemerkt. Also in attendant, dass den Herr Strasser singt, vorlegt, also ich verstehe nicht ganz gut, das sieht jetzt in so vierte Jahr nur, die ich kenne ja aber alle Limit, so nicht aus der Höfer, also so und da, wo er Citizen-Zahl ein Departement gesehen hat, kann ich gucken, ob ich nicht auf den Citizen standardisiert 4 geht. Ich verstehe, die muss standardisiert gehen, kann ich kein Vermögen machen. Und aber die Stadt als UT rund sehen und auch ein Engagement von Leuten wird. Ja, also wir haben schon zum Deal, wir haben ja schon mit den Gemengen, du mir schon ein bisschen eine vereinfachte Methode. Und ich meine, der Weg kann vielleicht sein, dass die Leute schon hier Gemenge wenden und dass die dann so, okay, komm, wir gucken, ob die Plätze da, dann hängt man da Passivsammler auf 4 Jahre und dann haben wir da nur einen richtigen Wert. Das kann den ja aber so machen. Ne? Yes. Ja. Vielen Dank, merci. Ich meine, wir haben noch eine Diskussion. Noch. Ja. Das ist Herr Strasser. So, schon die Kontrolle überholt. Gesehen da mein Screen? Ja, müssen da mal dasselbe Slide sehen. Ja. Ja, hey, Andi hört mich auch super. Okay, perfekt. Also, merci Pierre für den ersten Deal. Ich gehe dann noch ein bisschen mehr auf den Plan selber an. Mit Pierre wird schon ziemlich viel gesagt. Unter anderem, dass man die Obligation und den Plan zu machen, eben wenigstens Departementen, für bis Ende 2020. An dem Plan gehen noch ein paar die Mesuren abgezählt, verschiedene, also die auf europäischem Niveau gemerkt, auf nationalem Niveau, an auch auf lokalem Niveau, mit kurzfristiger, mit langfristiger. Wir hatten auch die Gemengen ugeschwert, also ugeschrieben auch. Sie sollten als mitteilen, was sie dann auch auf lokalem Niveau machen, für Mesuren, für gegen Stickoxidbelastung umzugehen. Noch gut, morgen ein paar die Antworten. Ich werde auch noch sagen, ob Pronostik in Hanno, dass das auch die Frau ist auch schon abkommen, also das kommt auch noch an diesem Deal. Vielleicht wollte ich aber ein bisschen erzählen über den gesetzlichen Kader, den wir haben bei der Luftqualität, da hat Pierre auch schon etwas drüber gesagt. Und zwar müssen sich das so vorstellen, dass man die Luftpollution von vielen verschiedenen Seiten attackieren. Also von oben, von innen, von rechts, von links, wenn ich so will. Und zwar enkadrieren wir das hauptsächlich mit 2 Gesetzgebungen. Das eine ist, dass wir die Produktion und der Quelle umgehen. Und zwar mit der NEC-Direktiv auf europäischem Niveau, die wir auch transposiert haben. Das heißt, die National Emission Ceilings, da gehen die maximal festgelöst, weil das Land darf emittieren. Insgesamt, also eine Totalität von Emissionen. Und da gibt es wirklich geguckt, einen Plan auch gemacht, wie wir dann bis 2030 in Ruf kommen an die Gesamtemissionen. Und da gibt es dann noch eine Reihe Mesuren, die da festgehalten sind. Und das ist auch wichtig, dass man die Instrumente hat, weil da gucken wir auch, also wir machen da ein Monitoring, wir gucken, verläuft mit der Entwicklung von den Emissionen so, wie das prognostiziert ist, oder lebt das nicht so gut. Und da muss man auch gegensteuern können. Das ist also das Niveau vom Emitter, also wo du positionieren könnt. Und dann auf der anderen Seite haben wir den Code Emission, also da, wo die Position auch könnt, also beim Mensch. Und da sind wir hier auch bei dem Luftplan. Das heißt, wir gucken hier, wie viel Stickoxid-Position könnt schlussendlich beim Mensch un oder was atmen wir Karimon an. Und da gibt es auch eine europäische Gesetzgebung, die dafür zuständig ist, das ist Direktiv 2008-50. Aus der Direktiv geht auch die Obligation raus, einen Luftplan zu machen, falls es Überschreitungen gibt. Das sind die 2 Hauptfolien, das ist quasi von innen. Mehr gibt auch andere Plätze, wo noch attackiert wird, und zwar bei den Emitteuren selber und auch bei verschiedenen Polluants selber. Die Beispiele sind zum Beispiel Zollwaren, wo den direkten Polluant attackiert wird, das sind die volatil coole Wasserstoffe, die durch Reise 4 gehen. Oder zum Beispiel ein Industry Emissions Directive, wo wirklich geguckt wird, Großindustrien, wie gehen die reguliert über die Direktive. Voilà, und da gehen dann noch ein paar die anderen Gesetzgebungen. Natürlich, das ist immer ein ganzer Kanal, und das ist immer so ein bisschen zusammen zu sehen, das ist alles ein bisschen ein Konzert,
Und wenn du noch nicht durchgestellt hast, das ist Klima. Klima ist natürlich, Klimagase sind natürlich andere Gase, das ist Polluant, aber viele Sachen spielen du auch mal dran. Natürlich, wenn wir besser gehen am Klimaschutz, gehen wir auch teilweise besser an der Luftqualität, weil zum Beispiel bei Effizienzsteigerungen, du hast du Synergien, die entstehen. Voilà, das heißt, wir gucken immer ein bisschen alles, wir haben an diesem Plan also effektiv just den Deal, was könnt und Polluant beim Mensch, was oben mal an. Voilà, haben schon ein paar die Direktive, du annimmst 2058, an die es auch transposiert gehen durch ein Reglement Grand Ducal. Und daraus geht natürlich die Obligation für raus, dass wann in Überschreitungen mehr ist, dass ihn dann einen Plan muss machen und noch Mesuren muss definieren, wie ihn die Überschreitungen dann auch aufkriegt, also wie ihn innerhalb der Grenzwert kann fallen. Ganz konkret. Und weil wir ja 2018 angefangen haben, hatten wir 2 Jahre Zeit, also war als Deadline Ende 2020. Wir sind noch fertig mit dem Plan und haben den 9. Dezember den ersten Kehr für den Regierungsrat gelöscht, den dann provisorisch das approbiert wird. Aber darunter schließt sich dann noch eine Konsultation publik und wo dann auch alle Bürger sich kann den Plan angucken und auch sein Avis dafür aufgeben. Und die Konsultation publik, die läuft gerade im Moment. Sie hat den 13. Januar angefangen und sie geht bis zum 13. März. Und wir sind ein bisschen aufgestoppt, dass wir die erste sind, die die neue Plattform dafür benutzen. Das ist der Portail National des Enquêtes Public, wo dann, wenn man auf die Plattform geht, jeder kann dann sein Navi dazu aufgehen. Also das läuft lo zentralisiert darüber auf, dass da 4 Runden anderen aufläuft und Leute direkt Kontakt bekommen mit der Verwaltung. Ich will nicht um das mehr einfach, wenn er da weiß, aber du kannst auch dann sein Navi zu vielen anderen Sachen aufgehen. Also das ist ganz flott, dass das lo steht. Voilà, soweit sind wir im Moment nach dem Plan. Und ich wollte schon noch ein paar Mesuren abzählen, die an dem Plan abgeholt sind. Nehmen wir beispielhaft. Es sind noch viele andere Mesuren dran, auch auf lokalem Niveau. Das geht wirklich bis ganz im Detail. Du kannst wirklich nur den Plan hier gucken. Aber ich habe noch just vorausgesicht, weil die so ein bisschen mehr rausstürchen, für einfach so einen Überblick zu gehen. Um europäischen Niveau, also natürlich, dass die Euro-Normen, das heißt, die Aufgasnormen, die bei Nauten hört, dass die löserlos mich streng gehen. Euro 5 war in der Vergangenheit, du gehst Euro 6, alloginet nach Euro 6D, die gehen immer mich streng und es gibt ja in der Vergangenheit auch den sogenannten Dieselskandal. Dafür war doch notwendig, den einkehr, wie soll ich so Not zu zählen, die Schraube von den Euro-Normen, für das die Autos auch wirklich auch das emittieren, was sie sollen und nicht viel mehr. Und dann ist wohl der große Aufschluss auch auf die Luftqualität, dass die Euro-Normen mit der Zeit nicht streng gehen und auch die Flotte dementsprechend sich aufpassen. Dann auf nationalem, am lokalen Niveau hat man dann das Programm von 2017, den die Pierre auch schon annimmt, dem auch national gemacht hatte. Und da sind auch, also auch das Argument abgerutscht, dass du auch Lohn ein bisschen probiert abzubringen, dass, wenn ein neues Piaget gemacht wird, dass dann auch der Aspekt der Luftqualität soll berücksichtigt werden. Dass ich schon am Vierfeld, wenn irgendwo gebaut wird, kann gucken, bringt das Lohn eine zusätzliche Belastung vis-à-vis von der Luftqualität. Eine weitere Sache aus dem Programm National de la Lutte contre la Pollution Atmosphérique. Das aus dem Programm, den wir gemacht haben, den aus der NEC-Direktive vorgeht, also von der Seite von den Emissionen. Das funktioniert eben auch zusammen mit dem Heideplan. Dann geht es nach der Strategie Modul 2.0, die probiert am Allgemeinen den öffentlichen Transport zu fördern, aber auch die Multimodalität, die Covoiturage und auch die Fluidität vom Trafik zu verbessern. Und das hat auch einen positiven Einfluss auf Stickoxide und Luftqualität.
Ein andere Folie ist Sensibilisierung an Information. Da geht es den Klimapakt 2.0 an der Menge Luft, die auch schon wieder genannt wird, wo man dann real-time kann gucken, wie dann die Werte von den Polluern sind. Und es geht auch nach den nationalen Energie- und Klimaplan, wo hauptsächlich auch Ziele definiert gehen am Material von den Klimagasen, wie man es da will verbessern. Aber wie ich schon gesagt habe, es gibt auch Synergien mit der Luftqualität durch die Effizienzsteigerungen. Und danach ein bisschen mehr lokal wird auch die Flotte, der GTR-Flotte, löserlos elektrifiziert. Und wir haben auch an der Stadt einen Tram, die fährt, und die wird ja noch rausgebaut, wie so was irgendwann. Und der letzte Wolle, den ich noch nenne, sind Primen, die ihn zum Beispiel kriegt für ein elektrisches Auto oder Velo oder ein Pedelec oder so. Das also noch ein Stellschrauf, wo ich kann. U-Parke für die Luftqualität zu verbessern. Also am Zusammenhang mit dem Trafik natürlich. Voilà. Nun wollte ich auch noch etwas zählen über die Prävisionen, die wir gemacht haben für das Jahr 2023. Also bis 2023 gehen die Prävisionen. An die Prävisionen gehen ran einmal die Verkehrsentwicklung. Und zwar einer Berücksichtigung von den Mesuren, die an der Strategie 2.0 genannt sind. Und andererseits auch die Flottenkomposition. Und da spielen auch zu einem großen Teil oder hauptsächlich die Euro-Aufgasnormen mal dran. Das sind die zwei Hauptpunkte, die zwei Hauptfaktoren, die man da berücksichtigen. Effektiv mal durch Zölle von der CMT, die das auch für die schon annimmt gehen. Daneben wird auch noch geguckt, wie ist die Situation auf der Straße, wie ist die Hintergrundkonzentration und noch wie die Konditionen. Wenn ihr guckt, was kommt dann dabei raus, ob den sieben Plätzen, wo wir Überschreitungen haben, da sei denn das den Trend, also wir haben heute 2018-19, und da geht weiter 2022, 2023, dass der positive Trend weitergeht. Also, der geht weiter hoch, was ganz positiv ist. An 2023, also eigentlich just nach zu Hespa, wo es eine Überschreitung gibt, du leitest den Wert bei 41. Aber wenn wir den Trend extrapolieren, sind wir sicher, dass bis 2024 nirgends mehr Wert eine Überschreitung sind. Mit den bestehenden Mesuren, also just die Verkehrsentwicklung und Flottenkomposition. Das geht eigentlich nur für die Werte zu kommen. Du suchst ein kleines Griff von der Mouvement Ecologique. Wir hatten noch an der Franz, die noch dran ist, von der Erbesgruppe an das Süden hat auch mitgewirkt. Wir hatten noch eine Avier rausgehen zu dem Aktionsplan Kamedi von der Umweltverwaltung. Das sind nur zwei Mäntchen. Und du hast aber festgestellt, dass zum Teil eine Verlängerung war. Das ist, dass Hotspots, die sie hatten, wo die Kamedis-Belastung nach für 2 Jahren problematisch war, aus bestimmten Gründen aufgeklungen ist oder als nicht mehr so schlimm gesehen ist, weil andere Hotspots gekommen sind, wo es mehr schlimm gewesen ist. Dafür traue ich nicht. Ich gehe davon aus, dass teilweise die Kamedi oder zu einem großen Teil auch oft mit der Zunahme von der Mobilität an bestimmten Feiern zu denen oder auf bestimmten Plätzen. Mal dir du eine Interaktion zwischen den Plänen, weil aus der Höhe raus scheiße ging ich los und ja, natürlich, du von den Tramlauf hier geht es besser, super, aber geht es nicht auf anderen Plätzen mehr Trafik, so wie das am Kamedis-Plan ganz klar geht. Also, mal dir die Verifikation, wo du bleiben in der Stufe stehen und da geht es immer besser. Ich fand das eine super Idee. Kann ich kann also. Ein Kado also da erklären. Wie bist du? Es sind ich weiß, so du viele, aber ich sehe mich nicht. Ja, ich stelle es vielleicht so, ja, also es sind so viele Kapus, es sind das Anfang, sind nicht responsabel von der Unität, wo die Pläne am Allgemeinen geschrieben gehen. Das heißt, man hat da so eine Berechtigung, also in der anderen, dass die Pläne obnehmen passen. Und der Punkt ist, dass beim
Ich hoffe, der hört mich, wenn wir gerade nach einer Zoom-Konferenzen am Haus und das im Moment nicht einfach, ich kriege eine Message, ich finde mich gut connected. Ich probiere, da was zu erklären. Beim Comedy, das mal erstens so, hi, bei der Luftqualität, du schwätzt mal von am Ganzen, wenn wir die 7 Hotspots haben, die 3000 bis 3500 schon zu und nämlich am Kapschus Größenordnung. Also, das sind relativ wenig Leute, die auf den Plätzen wohnen, wo die Luftqualitätsprobleme sind, weil das ganz, ganz lokal Phänomene sind. Die sind wirklich auch aufhängig davon, muss schon zusammenwirken, dicht Bebauung und viel Befuhrung an flotte Komposition, die man viel Diesel hat. Sonst kriegen wir keinen Luft-Hotspot. Beim Comedy, du hast ein bisschen ernst, weil wir viel mehr verschiedene Sourcen haben. Und den Comedies-Problematik, die als viel mehr tributär von der Zunahme von der Population am Allgemeinen. Das ist also einfach so eine Relation, was mehr Leute plötzlich wohnen kommen, was auch mehr dem Verkehr, also dem Comedy vom Verkehr ausgesetzt sind. Wo ja zum Beispiel die Autobahnen, die oft ganz gut gelüftet sind, wir können Luft-Hotspot lernen, eine Autobahn, aber die Comedies-Problematik, die könnt ihr nicht bei den Autobahnen. Dafür erklärt sich da den Unterschied. Merci. Das ist ganz sympathisch, dass man am Kopf auch teilt, halt, muss ich sagen. Super. Merci, Sophie. So gut hätte ich nicht können darüber antworten. Merci. Sie dann noch immer meine Präsentation, ja? Okay, gut. Voilà. Also, ich wollte dann rübergehen auf den nächsten Slide. Wollte ich, denke ich, ein bisschen weisen, was die Grundlage ist von unseren Pronostiken. Also, was wir rechnen, wie sich die Flottenkomposition wird verändern bis 2023. Und da gesagt den auch, dass den dunkelroten Balken, der geht auch viel mehr klein. Und da sind die Euro 5 Dieseln, also die richtig Stinkkosten. Und das mischt immens viel aus. Und wir haben aber einen Zunahme und Euro 6 Diesel. Und in Zukunft werden wir auch mehr der Euro 6D Diesel haben. Und das mischt wirklich einen Effekt aus, am Endeffekt, für was das wieder aufgeht. Die Elektromobilität ist im Moment noch ganz klein. Das hier steht die kleinen blauen Balken oben. Das sind Elektroautos. Das ist just am Moment am kleinen einstelligen Prozentzahl. Wie gesagt, das sind Pronostiken. Es kann sein, dass die Zahlen sich später noch mehr positiv entwickeln. Wir sehen das dann echt als eine konservative Schätzung, weil auch den Diesel hat die Popularität verloren. Und hier schätzen wir, dass 2023 noch immer viel 2,6 Euro mehr immer nach Diesel da sind. Und es kann gut sein, dass der aber 2023 Männer werden da sind. So, wenn es denken wir, das tun als echt konservativ, aber das mischt effektiv viel aus. Der Rückgang von allen Dieselautos. Und auf dem nächsten Slide weiß ich, denke ich, kurz, was wir auch noch machen, nämlich platzweise haben wir ein ganz feinkörnige Simulation gemacht von den Stickoxid-Emissionen. Hier zum Beispiel von der Aschergas. Und du gesagt noch wirklich, was Sophie auch gesagt hat, dass es ein immens lokales Problem ist. Weil gesagt ich schon wirklich, wenn ein paar Meter sich von der Straße wegbewegt, die Konzentration da schon aufgeht. Also der Tisch bei dem Mino, bei der Strohsass, weil die noch mehr Stickoxiden aufkriegt. Und das ist auch als Beispiel für zu weisen. Wir machen auch ganz genau Simulationen, um auch zu gucken, wo tritt dann auch wirklich am meisten Opferkonzentration. So, weil wir uns aber nicht wollten zufrieden gehen, nochmal da, just zu sagen, dass mit den bestehenden Mitteln alles gut geht bis 2023, haben wir uns nach zusätzlichen Mesuren angeguckt, über die wir uns Gedanken gemacht haben. Das haben wir genannt, Mesure potentiell supplémentaire. Das ist ein bisschen spannend ausgedrückt, aber die Mesuren, die sind quasi noch nicht dezidiert.
also von der Politik an do wenns ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Wir müssen sie trotzdem schon geguckt, für zu wissen, was giffen sie da bringen, wenn wir giffen sie eine Mesure starten. Wenn du engerseits geguckt, was gibt geschehen, wenn Euro 5 auf Feierauto komplett giffen, also 8, komplett Euro 4 und 80% Euro 5, wenn die giffen ersatz gehen durch Elektroauto bis am Jahr 2023. An eine zweite Mesure, die wir geguckt haben, war, wenn Bussen alle guten Euro 6 Normen oder besser giffen erfüllen, eine andere Mesure für mehr Teletravail zu fördern. Und zwar haben wir dort als Unnahme geholt, dass durch den Teletravail den globalen Trafik zu Lützburg um 20% geht. Das ist eine Unnahme, die wir einfach so gemacht haben. Weil wir haben nur keine verlässlichen Zahlen. Wir wollten einfach gucken, was geschieht, wenn der Verkehr um 20% hochgeht, wie zum Beispiel durch eine Teletravail-Mesure. An eine Feiertmesur, die wir geguckt haben, aus der Schaffung von einer Umweltzone. Eine Umweltzone kann ich natürlich unterschiedlich gestalten, kann ich machen, ob einen gewissen Punkt rund um den Staat oder an der Stadt. An diesem Fall haben wir aber einfach gesagt, wir gehen von einem Fuhrverbot aus, oder so mal nicht Fuhrverbot, sagen wir mal so, dass es nicht mehr nach Trafik geht von Autos, die Norm Euro 6 erfüllen. Also können dementsprechend gleich, wie man die Normen, die drinnen sind, geben Waschfalle durch etwas, was so kennt sie wie Fuhrverbot. Ich wollte nicht an den Mund sagen. Etwas haben wir auch noch geguckt, wie gibt es dann die Missionssituation zu Hespe entwickeln, wenn dann ein Kontournummer gibt gebaut gehen zwischen Alzing und Hohwald. Und das auf der Basis von der Verkehrszölle von 2023, Verkehrsprognostiken von 2023. Und hier sind Resultate. Du sagst mal, bei der zweiten Mesure, also die von der Busflotte, die Euro 6 soll sein, dass man steht Diamanten im Pakt hat, du sagst an der Stadt, ein Impact war von 4,3%, auf den anderen Platz nicht. Mit der erklärt sich dadurch, dass an der Stadt ein Großteil von der Belastung durch Bussen entsteht. Das haben wir auch beim Slide gesehen, den Pierre vorhin gewesen hat. Doch ist das doch normal, dass die Mesure am Fond just Energiemedien an der Stadt wirklich etwas bringt. Die anderen Mesuren, die bringen relativ viel. Also hauptsächlich dadurch, dass man bei der ersten Mesure Euro 4 und Euro 5 Autos zum großen Teil rauswollen. Das sind dementsprechend die 5%. Beim Teletravail sind es auch durchwegs 5%, bei der, an der Stadt ein bisschen mehr, 5%, 7%. Also das ist auch eine Mesure, die schon Englisches bringen und Verbesserung. Am meisten, an diesem Fall, die bringen eine Umweltzone, also wo man so ein annehmen beim Teletravail geht ein Trafikruf um 20%. Ja, am meisten, die bringen eine Umweltzone, wo man wirklich keine so ein alles, was einer Euro 6 ist, fällt weg. Das gibt bis zu 10% bringen. Und die letzte Mesure, die man organisiert, tun den Kontournement zwischen Alzing und Hohwald. Gibt zu Hespa eine Verbesserung bringen von den Emissionen von 41 Mikrogramm auf dem Meter Kare an der Jahresmeier auf 34. Das wäre ein Rückgang von 17%. Natürlich auf der Basis von den Verkehrsprognostiken von 2023. Und das ist natürlich klar, dass den Kontournummer nicht bis 2023 gebaut sind. Voilà, das ist mein zweitletztes Slide, weil die Frage immer abkommt, das Leute so, wir hatten ja nur das Konfinement, wir hatten Teletravail, dann ist der Verkehr ja stark zurückgegangen, hat er sich nicht auf die Belastung ausgewirkt. Und effektiv, wenn ich nur die zwei Karten habe, vergleiche März 2019 und März 2020, dann merkt man, dass die Karte auf der Rätselseite viel mehr blau gehen als wir.
wie der linke Seite war. Also, das hat wirklich einen Einfluss gehabt, dass der Verkehr zurückgegangen ist. Am März 2020 durch die Situation vom Confinement. Also, in den deutschen Effekt, den ihr auf der Karte seht. Hauptsächlich auch auf den Hauptverkehr, sagst du. Ne? Also, die gesehen automatisch dadurch, dass du Pixeln mehr Giel respektive rot sind. Dadurch sind quasi die Verkehrsachse vier dazwischen noch. Das gesagt ihr noch im Bild. Voilà. Das wäre also mein letztes Slide. Also, hier ist noch mein letztes Slide, wo ich denke, ja, kurz Kontakt unterweisen für die Umweltverwaltung auch noch die E-Mail-Adresse pqa2020. Du könnt auch vorstellen, betreffend dem Luftqualitätsplan. Und als Homepage umwelt.lu, die andere Seite, das ist die Homepage von der Administration selber. Mit umwelt.lu ist interessant, also, da sind von auch viele Donnen, auch noch Pläne und alles, was du. Und dann auch noch den Portail National des Enquête Publique, wo da könnt ihr akzidieren, für Beitrag zu machen zu der Konsultation Publique zu diesem Plan. Wozu ich alle gut navigieren. Voilà. Du machst so ein Schmerz. Agent Putrem Zweck. Der, den ihr schnitt mal noch lieber. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich meine, da wäre ein Block für die Scherzqueen auszumachen. Dass in den Leuten, die bereit sind, sich zu weisen, dass sie auch gesagt haben, es schwätzt sich aber mehr flott. Kann nicht noch immer, wenn ich es gesagt habe. Dann also das Modell, wie den Julian Fiedro gesagt hat, wenn ihr eine Frage oder eine Macht habt, gehe ich später über Chat zu stellen, die am Blog lesen ist zu viel, oder mit Handweisen, aber nicht die Daten Handweisen, weil das gesinnt ist nicht für sie dazu zu viel, mit Handweisen informatisch, wo der, du könnt beim Zoom könnt ihr Dinge für die Hand zu weisen. Ich ging vielleicht für dich spielen, Verständnisfragen und dann Diskussionsfragen. Streng, nicht so streng, das ist aber immer besser für dich, Verständnisfragen, dass wir auf dem selben Niveau sind. Ich habe gesehen, Carlos Gracchi hat eine Frage. Carlos, oder du? Oder ja, das ist zwar vielleicht nicht direkt ein Moin, aber nicht vielleicht direkt ein Verständnisfrage. Die ganze Modellisation in der Gina natürlich davon heraus, dass die Grenzwerte nicht verändert gehen. Das ganz kurz darüber geschwärzt. Ich meine, ganz am Anfang muss man doch hören, dass die Grenzwerte wahrscheinlich noch verschärft werden gehen. Die 40 Mikrogramm und so weiter. Der Tege kann eventuell ganz sicher ob es durchkommen, dass als Modellisationen und als Initiative, die wir wollen machen, nicht durchgehen. Für die anderen, die den neuen Grenzwerten an drunter zu laufen. Das ist vielleicht ein Remark, der interessant ist. Sophie Kappus hat interessanterweise auch ganz kurz gesagt, dass die mit der Bebauung eine ganz große Rolle spielt. Mit effektiver Straßen, bei der Verdinger sich auch mit dem Palmarais. Und diese Straßen, die sind effektiv, die auch verkehren, sie vielleicht nicht unbedingt mehr verkehren wie Bannerplätze, mit durch Bebauung haben wir einfach eine Konzentration von NO2, den einfach Domiägers. Das ist mir wert, am Land noch viel mehr Plätze nun, wenn die Bebauung nicht auf dem Lücken hat, dass wir da noch über die Grenzwerte kommen. Da ziehen wir mal ein paar Remarken dazu zu meiner 2 und dann sind wir als Gemeng immens konfrontiert. Also mehr als in diesem Fall wieder her. Ja, das ist Dave-Ding. Sorry. Ja, und ich habe noch keiner so gerufen, weil er gesagt hat, dass NO2 Emissionen wären zu euch bei ihm. Leute rufen als erste Runde, dass es stinkt. Und das soll ich nicht vergessen. Ich weiß, dass das nicht heute ein Hauptthema ist. Aber die Stinkerei influenziert ganz stark auf die Lebensqualität der Leute. Wir roten Leute hier unten, dass sie in den Garten gehen, dass sie in den Bäusen leben. Und wenn natürlich die Industrie, meistens ist die Industrie, die machen zwar ganz viel, wenn natürlich zu Stinkereien kommen, dann ist das doch eine Einschränkung von Lebensqualität. Dann wird das doch eigentlich sei wert, berücksichtigt zu gehen. Das wollte ich mal einfach nur mal als kurz, weil du von der Nütze geschweigt hast, einfach mal eine Diskussion zu machen. Okay. Merci, Carlo. Ich weiß nicht, von der Umweltverwaltung, aber so, weil ich meine, die Sache von
Was als Repair, auf wen ich reagiere, was sind Grenzwerte, was das die Illusion manchmal vielen Leuten im Herz. Ich bin doch die ganze Zeit in der Freundschaft, so die ganze Zeit gedacht, wie der gesperrt wird. An und nur so, muss ich sagen, an und die Kümmel von den Substanzen. Aber effektiv die Evolution von den Grenzwerten, ich weiß nicht, ob ich von euch, Sophie, ich will das Leute direkt auch mal dran, also von ich von euch drei etwas will sagen. Eine Remarke zu dem Carlos, eine Remarke. Ja, ich kann da vielleicht ein kurz intervenieren. Komischerweise bin ich nicht gewesen. Doch, ich gesehen dich. Anscheinend. Ah, an drei. Ja, noch. An drei. Ja, der Pierre hat ja schon ein bisschen erklärt, ne? Wenn so Grenzwerte geändert gehen, das geschieht ja dann auf europäischem Niveau. Und da gehen lang Diskussionen zu Brüssel, eher da eine Änderung effektiv dann angeholt wird, weil da viele Länder eben sich auch teilweise dagegen streben, wie der Pierre erklärt hat, man Feinstaub, gewährt hat der Fall sie von den osteuropäischen Ländern, die da echt das seriöse Problem haben, wie wir lo. Das heißt, das könnte lo nicht an den nächsten Main dabei sein, weil dann, als du noch so normalerweise so denkst, direktiv 2 Jahre, bis an Nationaltrecht kann ihm gesagt gehen, an den Plan High, den hat ja lo eine Lebensdauer von 5 Jahren. Sodass man wahrscheinlich mit diesem Plan effektiv als Grenzwerte, die an diesem Plan stehen, werden erreichen. Und da muss man dann noch gucken, da muss man für die nächsten Plan-Situation neu bewerten und in Funktion von den Grenzwerten, wie sie dann in dem Moment sind, eben dementsprechend anpassen. Ein anderes Thema, was Carlo abgeworfen hat, da war der effektiv, als Lützburg los aufhängt, problematisch zu gehen, dass das Baudichte. Du hast auch eine Frau am Chat, Sophie. Du hast auch eine Frau am Chat, weil das nur passt. Ja. Du hast eine Frau, genau dasselbe. Ob Dichtbebauung ein Thema ist, an all denen es ja. Und ob ein Austausch zwischen den Ministerien geht. Ja, also. Das Erste, ja, wir hatten natürlich einen Austausch mit dem Interieur zu diesem Sujet und ich weiß also immer, ob die Autonomie kommunal hin. Das heißt, dass da schon eine Gemenge wir für hier Planung von ihrem Territorium dann auch so zu gestalten, dass du kein Risiken an dem Sinn zusätzlich entstehen. Das heißt, dass das um Niveau von, wenn in der PAG-Lo ändert, kann in das durchaus an die Tüte Präparatoire mal dranholen und sich da eine Luftstromanalyse auf mehr detailliertem Niveau machen lassen, um zu gucken, ob in durch die Beplanung, wie in so viel gesagt am PAG, nicht die Kinder negative Effekte auf die Luftqualität kommen. Respektiv, wann ich will mit dich bauen, gucken, für den Verkehr mehr rauszuhalten oder just ziblierte Verkehr an die zu einem Rand zu lassen. Du kannst ihn an der Planung effektiv relativ viel steuern an dem Sinn. Dann Frau Sie Heigen, das ist gemeint. Und dann auch nach Repo, das vielleicht auf Niveau von der PAP. Ja. Pardon? Um Niveau von der PAP, und du gibt es auch Möglichkeiten. Weil ihn dann jo, genauso wie beim Comedy spielt du ja auch das eine große Rolle, ne, wie es in Gebäude orientiert, du kannst ihn trotzdem mit den Heians Freiraum für Doma da zu spielen, für das auf alle Fall drüber nachzudenken, um Niveau von der Planung, wie ihn das um Niveau von der Gemeinde autorisiert. Das ist eine gewaltige Responsabilität natürlich für die Gemeinde. Aber das aber auf dem Niveau, wo das soll auflaufen, auf alle Fall nur die Kollegen vom Interieur, mit denen wir die Diskussionen da hatten. Wie geht ihr dann auf Gemengen zu oder den Interieur, wie hinnen Proposen zu machen, Rekommendationen zu machen? Ich habe noch keine Navi gelesen, wo etwas von ihr Strafstörung muss ich sagen, zu einem PHP oder zu einem PAG. Wissen, geht ihr offensiv auf Gemengen zu, mit dem Interieur zusammen? Also, was wir machen, wenn PAG geändert geht, da gibt es ja eine strategische Umweltprüfung gemäht.
Und da könnten auch wir vom Umweltminister, wo wir für den dritten Teil als Kontribution liefern an die Fleisch, dann an den Avi vom Umweltminister. Aber wir gehen nicht aktiv, ob sie so, dafür haben wir auch nicht die Manpower für das wirklich proaktiv zu machen. Aber dafür gehen wir so Sachen wie die Plänghai, wo das dann in der großen Runde diskutiert wird, für eben noch zu sensibilisieren auf die Themen. Merci. Franz? Ja, ich wollte auch drüber gehen, also auf gemeinem Niveau. Und zwar fand ich auch ganz konkret, wo ich auf den Plan gehen, die Propositionen, die dort stehen. Und was ich bemängeln und was das auch für noch gesucht ging, wie sie vorgegangen sind, die Gemeinden sind gefroht gehen und verschiedene Gemeinden geantwortet. Und das fand ich dann traurig, weil nicht alle Gemeinden geantwortet, zum Beispiel, wie als bestbekannten Gemeinden Baschrach zu sagen, das steht am Plan kein Engpropos, was die Gemeinden proposieren, für die Situation zu verbessern. Da wollte ich fragen, meine Meinung ist, die Verwaltung oder die Plan, den Plan, da müssen Propositionen draufstehen, wo der der Gemeinde viel schlägt, für die Situation zu verbessern. Es geht nicht nur, dass der froh die Gemeinde, mal der lo. Ich meine, hier geht es um einen Plan d'Action. Und für mich müsste unbedingt von ihr proposieren, was kann ein Gemeinde machen, und das sind ungefähr von den paar Punkten, für eben auf Situation zu verbessern. Das, natürlich, die Gemeindeautonomie, die ist ganz groß geschrieben heute zu Lützeburg. Und das, ich meine, also ehrlich gesagt, das ging keine Akzeptanz fanden. Wenn eine Verwaltung, eine Gemeinde auf dem Niveau ging Sachen vorschlagen. Also wir sitzen da erst auf Sensibilisation und Dialog. Dort dann plus, wo man mit diesem Plan aber trotzdem überall Grenzwerte können erreichen, die Pronostike noch, ohne dass spezifisch auf die Gemengen der Verkehr muss anders gelegt gehen oder sonst einer spezifisch um Gemengen-Territoire-Maßnahmen muss kommen. Dafür also, wo mehr die Notwendigkeit für so drastisch an Gemengen-Politik anzugreifen, lo haben wir dann nicht gesehen. In der dann anderen, den am Block von Grenzwerte verschärft geben oder wo Feinstaubbelastung sich ging. Ich wollte wirklich nicht rückfragen, wenn ich das aber könnte, wenn da nur ein Problem wäre. Dann hätte ich aber eine Obligation, dass die Grenzwerte müssen in der Schrott gehen. Wir haben das Problem oft. Die muss eigentlich als oder ein Umweltminister hat als Charge die Wahrung von den Gesetzen zu respektieren. Das Gesetz sieht, das muss in der Schrott gehen. Und insofern muss können mit den Gemeinden zumindest offensiv verhandelt gehen, weil sonst kann ja der Minister seine Verpflichtung von einer Überschreitung von einem Grenzwert nicht empfehlen. Das ist ja nicht die Einzige, sondern an der Biodiversitätsverlust und so weiter. Ja, das, ja, okay. Also so wie die Gesetzeslehre am Moment, pardon, so wie die Gesetzeslehre am Moment ist, sind keine Sanktionen auf alle Fall für die Gemeinden vorgesehen, wenn durch hier die Versuche auf ihrem Territoire Grenzwerte nicht angehalten gehen. Das ist die Situation, als es da das. Das ist auch so, dass wir setzen eigentlich prioritär auf den Dialog. Dafür ist auch das ganze Programm am Klimapakt, wo der Pierre erklärt hat, wo die Gemeinden konnten mitmachen, für bei sich zu müssen. Wir merken, dass das eigentlich mehr bringt, wie eine Umweltverwaltung, die sieht, oh, der beste Gemeinden, der muss hier, der muss da. Das ist einfach, wenn das der beste Weg ist, dass die Gemeinden nicht selber angesehen. Dafür schreiben wir ja an den Avien zu den SUP von den PAG. Schreiben wir ja die Punkte drauf, wenn wir merken, ob verschiedene Plätzen Kinder an der Zukunft etwas entstehen, wo wir selber Probleme schaffen. Und dann ist der Gemeinde los, ob sie dann eine Etude
dat zo mochtdeiers de PAG zo ausweist, wie het vier gezien had, of dan net, dat dan dat dienst wat man dem zin kunnen maken. Ja, ich will darauf hinweisen, dass mir die Gemenge ja auch ungeschrieben und alle Gürtel, das heißt Matteln, welche Mesuren sie dann am lokalen Niveau vier gesehen, für die Luftqualität zu verbessern. Aber wir haben das an den Plan mal auch geschafft, weil mir als einfache Route, weil mir keine einfache Route von Bascherasch, da konnte mir das leider nicht machen. Allerdings, wir haben ja auch am Plan gesehen, dass wir ja ändert den Wert kommen, wahrscheinlich. Du willst, als das in dem Fall gut, aber es kann natürlich sein, dass der Fall ist, dass man keine Alternative zu lokalen Mesuren gesehen für die Grenzwerte erreicht. In dem Fall sind ich mir sicher, dass wir so ein Kehr in Verbindung gesetzt hätten mit der Gemeinde. Okay. So ist meine Rückfrage, bei PHP geht das auch angeboten, also wenn eine spezifische Siedlung oder sonst beim PHG, bei PHP geht das gerne. Die PHP und die EIE in allein do ja. Okay. Aber normalerweise gibt es eine strategische Umweltprüfung, gibt es am Niveau vom PHP nicht gemäht. Das heißt, nein, da sind wir nicht, prinzipiell nicht an der Diskussion. Aber viele Gemeinden haben das aber mittlerweile verstanden. Die haben dann ein Büro, den sich zum Thema auskennen, den eventuell bei uns nachfragt, ob du die Orientation von den Gebäude oder so, ob du muss ein bisschen etwas abgepasst gehen. Also das ist schon so, dass man an unserem Planungsbüro mittlerweile aber ein relativ große Expertise haben auf vielen Gebieten, auf alle Fall, die von der Umweltverwaltung eben verfolgt, die sie auf der Komödie oder die Luftqualität. Okay. Und das denke ich um Hagens Fransen, dann immer Krea. Ja. Ja. Also ich bin mit dem Kopf nicht da verstanden. Und vielleicht sind sie auch falsch verstanden gehen. Ich meine, hier geht es nicht darum, dass Verwaltungen sollen Mesuren imposieren, mir jetzt so einfach ein Vierschläge, dass die Propositionen, was kann ein Gemeinde machen? Ich gebe ein Beispiel, was ein Wirtschaftsamt wird eine Broschüre ausgeschafft, was ein Gemeinde kann machen, für naturnah, ich meine Rehwasser und so Sachen zu machen. Aber das ist ein exzellentes Outil, wo die Gemeinden akzeptieren, wie sie können dann bei ihnen aufwenden. Oder Pont et Chaussée, die weiß, wie Straße mit Beam gestaltet kann, gehen an einer Gemeinde. Das sind positive Propositionen. So, hat ich gemeint, die von der Proposition, die können von der Verwaltung gehen, wie kann eben die Emissionen nur im lokalen Plan reduzieren. Das wird nicht mit von oben auf. Also das wollte ich nicht präzisieren. Okay. Pardon, ich habe das effektiv falsch verstanden. Und die dritte Idee, die ist natürlich ganz gut und die hören wir auch gerne ab. Die können auch gerne an der Publik rangehen. Da haben wir just ein Problem ein bisschen gehabt mit dem Manpower für so Sachen dann zu suivieren. Da muss ich dann noch reinschreiben, die Giden. Und das ist eben bis Luna nicht dazu gekommen. Das ist aber absolut envisageable. Für die man mit den Gemengen überhaupt hier Besuchen an dem Bereich zu identifizieren und dann so Projekte zu lancieren. Da dachte ich, da sind wir Bengelin. Offen direkt, ja? Ich kann vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Wir hatten ja am Anfang auch geplant gehabt, für einen Workshop zu machen mit den Gemeinden am Vielfalt vom Plan. Und das ist dann alles an Wasser gefallen durch die Pandemie. Das war früher schwer, schon bereit für die Gemeinden hinzuschreiben. Und haben wir am letzten Moment müssen Sachen aufgehen. Und du konnten sie einfach eine Präsentation geschickt. Und ich meine, ein wichtiger Aspekt ist, dass man den Gemeinden noch klar so, wo sind Zugsresponsablen? Ich meine, da kann jeder sich ausdenken, was die besten Mesuren sind. Und das ist ja eine Rolle für das genau durchzustellen, wen hat wen Einfluss auf die Werte. Und ich meine, darüber braucht man, dass man auch ein Stornieren auf den Internet setzen, dass die Information über die Situation, über die Luftbelastung, dass das klar ist. Das ist ein wesentlicher Teil von dem. Ja. Natürlich ein Broschüre wäre natürlich noch mehr schön, für einen direkten Katalog zu geben, von dem werden sie können umsetzen. Das ist dafür eine nächste Etappe. Ja, noch Kohärenz. Ich weiß nicht, wie die Diskussion gelaufen ist, aber die hat den Klimapakt der Pumola nimmt mit Gettlun nach dem Naturpakt. Naturpakt, den Regierung von den Ortschaften und so weiter, als bei dir auch direkt eine Relation mit Luftqualität ist. Ich weiß nicht, ob du Proposen von ihr dran sind. Und dann geht es auch nach dem Pakt Logement. Und der Pakt Logement, die soll ja auch mehr Richtung Lebensqualität-Elemente gehen. Und wir zum Beispiel als Movement vermissen da klare Kriterien. Zum Beispiel, das ist als Remark eigentlich,
mis de jo transversal an den drei Pakten eine aktive Rolle spielen. Eben wie das Autonomie kommunal, dass es mehr und falsch ist, dass es da mehr wird gemengen an den drei Pakten. Dann Marc Kreia wohl der. Das ist schon in froh. Und zwar die Wallern, die wir auch kreiert haben von den NOX, das sind immer Jahreswallern. Geht in den Untersuchung mit der Änderung vom Klima, dass wir, wenn wir die langen Drüschen haben, dass du vielleicht am Jahresschnitt mal in dem Wert leihen, mit dann aber zu meint, wo da viel los ist, also wo Drüschen ist, wo dann die Stöps oder so nicht rausgewäscht wird, wo ihn dann einfach drüber leid. Geht du auch in Diskrepanz zwischen dem Jahreswert und dem Monatswert oder aus der just an meinem Kopf, wo ich meine, dass der teilweise überschritt wird und am Jahr um das Wäsch gemittelt wird. Also wir haben den Grenzwert, also Jahresmittelwert, und dann haben wir einen Kurzzeitgrenzwert, den geht beim NO2 über den Stunden, beim Feinstaub aus der Jahresmittelwert. Und da sind natürlich Schwankungen, ne? Also beim Stöps und so, an den Winter meint, da haben wir meistens mehr Hechwerte, da sind das Wiederlach, Inversionswiederlachen, können wir da picken. Und da gehen die Werte höher und höher, dann am Sommer haben wir Männerhechwerte, da hängt, wie gesagt, da sind Schwankungen. Ja, mit Grenzwerten, die sind auch klar, das entweder die Jahre, das auch beim Stöps geht der Jahresgrenzwert, und da beim Feinstaub geht den Jahresmittelwert an den Jahresmittelwert. Voilà, mit der Tischung geht kein Monatsgrenzwert. Das geht nicht. Eben, dann aus, weil ich hatte nur Matkret, dass immer nur für Jahreswerte geschwärzt genossen, wenn den Jahreswert auch geht. Dann ist alles an der Reihe, wenn den überschraubt hast, dann gibt es ja etwas geschehen. Nicht, dass es geht wie, weil wenn 3 Wochen geregnet hat, dann 3 Wochen war gut wieder, da war am Schnitt statistisch gesehen normal wieder. Und kann aber 3-mal Flashflot gewischt sein, dass Leute aufgesoffen sind. Nicht, dass das beim Stöps oder bei den NOX nicht nämlich passiert. Nee, das ist schon richtig. Also, das, wie gesagt, beim Stöps ist es vielleicht noch ein bisschen speziell. Da gibt es ja auch die App, wo ihr dann alle Stunden Wert kriegt, mit den Grenzwert, das auf den Dach bezogen. Und da muss ich dann von den Dach werden, für zu wissen, ob der Wert zu hoch war oder zu niedrig war. Da das du ein bisschen schwierig geht. Aber, ja, muss ich nicht mehr den Wert par rapport zum Grenzwert gucken. Und den Kurzzeitwert, den hast generell kein Problem. Außer am Sommer nur so. Und das ist auch kein Grenzwert, das ist ein Informationswert. Also wir sind ja als Movement also naiv. Ich weiß, dass die da auch menschliche Grenzen hat, also auch personalmäßig. Das ist etwas gelöst von dem, was ein EU-Grenzwert ist, kann Lützeburger Land ja aber singen. Seine Politik von Luftreinhalt und von Gesundheitsschutz, den dann sich ja nicht nehmen muss, knien, weil die EU-Grenzwerte sind, mir auch so, okay, wir das eine das ist die Obligation und das andere das ist einfach das, was wir ausstreben, was wir wollen machen. Das ist ja noch, ja, das wäre ja eigentlich optimal, weil den könnte seine eigene Luftstrategie verfolgen, die echte richtwertmäßig mit der Weltgesundheitsorganisation und mit anderen Sachen orientiert, dass die nehmen strikt alle Letter juristisch. Ich verstehe, dass sie das eben muss machen, mehr ausstrebenswert wäre aber das zweit. Ja, richtig. Ich meine, das ist auch so, wie wir das handhaben, noch den Luftqualitätsprogramm, den wir 2017 gemacht haben, und wir haben Feinstaub mit rangeholt, wenn wir gedacht haben, okay, wir wollen aber weiter raufkommen. Richtung WHO-Wert und du pendeln mal rundherum. Das tun wir schon am Hand gehabt. Wir haben an diesem Plan, das ist wie gesagt ein offizielles Dokument, wo wir das juristisch abbrechen müssen, transmittieren und du hast das eben geguckt. Und ich denke, kurz nachher darf anhaken. Effektiv, die Gedanken, dass es auch kommen, wir machen einen Luftqualitätsplan, rein auf der Obligation, die man verbreitet haben, auf die Überschreitungen zu reagieren. Aber wie ich auch am Ende Teil von der Präsentation gesagt habe, müssen wir uns einfach nicht immer da zufrieden gehen. Wir haben gesagt, okay, es kann immer passieren, dass das Grenzwerte aufgesetzt gehen oder dass kurzfristige Überschreitungen gehen. Was könnte man dann noch machen? Was können wir vorstellen, was wir zusätzlich können machen, für noch mehr aufzukriegen? Und deswegen hat man die zusätzlichen Mesuren noch präsentiert, als kleines Nebenkapitel. Aber genau aus dem Grund haben wir uns darüber Gedanken gemacht.
Merci. Nach einer Frau, einer Remarque, einer Urregung. Ich gucke sowohl an den Chat wie ob ihr den hilft. Weil ich sehe, also sie ganz wenig Leute das verlos, die hat keinen Hunger, keinen Durst oder die hat das Getränk schon gut neben drüben platziert. Knatschen hören ich aber nach keinem. Ich ging nach einem Jahr dran froh, sowohl Chat Remarque wie mit Handweisen. Du meldest dich keinen, den Hunger dreift dann aber und das war alles klar. Also ich kann nicht nach Tila ja. Weisen aus Europa, wenn ein Lo. Ah ja, du willst ein... weisen, dass du besser sind. Go for it. Ich kann nicht sehr weisen, wie die Situation ist. Am Moment muss ich dich schon fangen. Sieht da der Titan? Ja, du musst den Scherzscreen machen. Also, ich habe das nicht gemacht. Nee, du hast so viel drin ausgemacht, dass wir als Kind gesehen. Ah, share. Ja, so. Voilà. Also hier ist das ist der europäische Luftqualitätsindex. Und du gesagt, wie die Situation ist. Ne? Das ist in Osteuropa im Moment, wo die Luft schlecht ist. Aber wenn ihr darüber klickt, da gesagt, noch für Wert, PM2,5, das ist im Moment der Polluant, der überall dominant ist. An den dafür durch schlechte Luftqualität sucht. Wir haben das an unseren Regionen nicht so, da das für sie einfach da ganz ähnlich hätte, wie bei uns. Da gibt es noch viel mit Kohle und Holz geschafft, an allen Anlagen. Voilà, da sind wir schon längst davon weg und dafür ist die Problematik bei uns nicht so. Also dafür, weil das immer mit dem Feinstaub da abkommt, Also da war ich denke, so, wo wir stehen par rapport zum Rest von Europa. Merci für die Zusatzinfo. Voilà. Ja, da will ich den Vertreter von der Umweltverwaltung den drei vielmals merci so für den interessanten Abend und dass dir hier dann Antwort stehen, dass ich offen an der Diskussion wird. An die Leute, die darunter geholt haben, also schon nun, dass wir aber werden auch im Sinne von dem, was wir darüber gesagt haben, dass wir Remarken rangehen zum Luftreinhalteplan. Der Franz hat schon gesagt, gegen die Jungen an den Fangeren, wenn ihr von ihr Remarken hört von den Teilnehmern, wo der Mengen für Hölle freist, dann melden sie einfach an den Movement Ecologie ran. Wir werden auch den Abend online setzen. Ich meine, du hast keine Probleme, aber alle Fälle Vertreter von der Verwaltung. Nicht, dass du schon mal das wichtigst. Und ich meine, wir können auch den PowerPoint werden wir auch online setzen. Das wäre das vielleicht nicht mehr gelingen, aber Freitag oder Main spätestens werden alles können online nur gucken. Aber wie gesagt, wir machen, meinst du, sowohl mir wie die Umweltverwaltung dankbar. Dann danke vielmals, merci und ich alle gut an den Leute von der Verwaltung, an einen guten Appetit, an schönen Abend, dann haben wir alle durch, gell, an diesen Zeiten. Merci, ciao, ciao. Merci, David, merci. Merci, Adi. Adi.